herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark. Und in der letzten Folge gab es einen riesen Kanogetummel. Und in dieser Folge werden wir einen Tabiyara zähmen und einen Alpha-Kano besiegen. Also bleibt natürlich dran und bleibt gespannt. Dann fangen wir doch mal an. Wir haben hier auch schon einen Bola-Parat hergestellt, Leute. Und natürlich auch ein paar Darts natürlich. Ihr könnt natürlich auch ganz normal Pfeile nehmen, einen ganz normalen Bogen nehmen. Ich nehme hier aber eine Flinte und auf jeden Fall Darts so. Macht ein paar weniger Schaden. Und da seht ihr auch schon Tabiyara, wirklich ein sehr schöner Vogel. Wie gesagt, den Tabiyara, den gab es noch nicht auf unserem Kanal. Deshalb dachte ich mir, tu mal geschwind einen zähmen. Und ich habe hier auch schon einen Kollegen mir ausgesucht. Er denkt hier aber gerade nur, dass er hier wegfliegen kann, wie auch immer, warum auch immer. Das hat ihn keiner erschreckt, aber er kommt wieder, Leute, er kommt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil sie relativ scheu sind. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht ein besonderer Tame sein, Leute. Aber ich wollte einfach mal wissen, was der Kollege so drauf hat. Und ja, einfach weil es den Tabiyara eben noch nicht bei uns gab. So. Wie gesagt, ich glaube, er landet wieder, Leute. Er landet, super. Da steigen wir mal gerade mal aus, nehmen die Bola auch schon in die Hand. Mein Allosaurus ist auf jeden Fall auch passiv. Das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Nicht, dass Kaye noch unseren Helm nimmt. So, hier haben wir schon noch, Leute. Und er erschreckt sich schon. Und wir haben ihn. Wir haben ihn, Leute. Gar kein Problem. Ganz ruhig die Flinte und dann tun wir einfach mal auf den Kollegen drauf einschießen. Ganz entspannt. Das war ganz schön knapp, denn er wäre auch natürlich schon längst weggeflogen, wenn ich jetzt nicht schneller reagiert hätte. Und er liegt auch schon. Das ging ja aber schnell. Das ist ja wirklich ein Schuss gebraucht. Schön mal das Schwert zücken, weil da greift nicht irgendwelche kleinen Pisser hier an. Auf jeden Fall, da haben wir ihn auch schon. Das war voll nicht schwer, der Tame, wie ich schon vermutet habe. Aber ja, wie gesagt, beim Kano habe ich auch gedacht, das wäre kein schwerer Tame. Am Ende war es wirklich ein Riesengetummel. Wer natürlich das Video nicht angeschaut hat, kannst du natürlich auch gerne meine Endcard anklicken. Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, hier haben wir den Kollegen auch schon liegen. Narcotics habe ich auch dabei. Ich weiß gerade nur nicht, was er ist. Ich glaube, er ist Fleisch. Oder Fisch. Nee, ich glaube, er ist Fleisch. Also, ich habe einfach mal alles mal dabei mitgenommen. Und dann packen wir einfach mal ein bisschen Fleisch in sein Inventar. Und ja, das passt schon. Da wird er gesehen. Natürlich wäre Primate auch ein bisschen besser. Aber das habe ich jetzt nicht parat. Vielleicht gucke ich, dass ich das auch in der Zeit noch hole, weil das Gebiet jetzt noch nicht so viel mit sehr vielen wilden, frechen Dinos ist, denke ich jetzt mal. Also da kann ich auf jeden Fall kurz mal Primeat holen, Leute. Wie gesagt, das war auf jeden Fall sehr leicht. Ihr könnt auch einen Bogen nehmen oder halt eine Armbrust. Das wird genauso gehen wie mit einer Flinte. Und ja, also relativ einfach zu zähmen. Ich weiß noch gar nicht, was er drauf hat. Ich habe einfach gesehen, dass er relativ schnell ist. Also ihr wisst, wenn ihr zum Beispiel in der Luft seid und ihn halt erschreckt oder irgendwie auf dem Boden, dass er relativ schnell wegfliegt. Und teilweise, also wirklich habe ich erlebt, dass der Pteranodon schneller, langsamer ist als der Tabiyara. Und ich auch wirklich nicht mit dem Pteranodon hinterherkomme zum Tabiyara. Mal gucken, wie es ist, wenn er gezähmt ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er auch so kann. Ich habe gar keine Ahnung. Und schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie ihr den Tabiyara so findet. Und ob ihr den natürlich nützlich findet oder auch besser findet wie den Pteranodon oder der Agi. So, jetzt sind wir auf jeden Fall ganz entspannt. Wir müssen ein Primeat holen in der Zeit, wo unser Kollege auch da liegt. Natürlich, Leute, bleibt natürlich immer bei eurer Zähmung, ihr wisst Bescheid, rennt nicht weg. Aber ich kann es mir auf jeden Fall leisten, falls er weg, also falls er wieder aufwacht, der tot ist, kann ich mir einfach 9 zähmen. Weil ich habe nicht gedacht, dass das so schwer, so leicht ist. Und ja, da haben wir schon auch den nächsten Mal mit. Ich denke, wir könnten mal hier im Bronto ein bisschen ärgern. Das Ei klauen und dann halt eben. Oh, da ist er wütend, wenn man natürlich das Ei von dem Kollegen klaut. Aber ich habe gerade einfach Langeweile, ihr wisst Bescheid, wie beim fast jedem Video. Und da gucken wir einfach mal, dass wir entspannt ein bisschen Primeat abzocken. Und natürlich unser Tabi ein bisschen schneller vorankommt mit der Zähmung. Das war mir auch ganz entspannt. Und so, jetzt denken wir mal, dass wir nicht ganz schnell wieder zurückgehen. Weil ich weiß nicht, ob er schon wach ist. Das wäre auf jeden Fall sehr schlecht. Deswegen sollte sich auch Kaye so ein bisschen beeilen. Das nervt ein bisschen mit der Ausdauer, deswegen. Und der Eiser! Leute, wir haben ihn!
wir haben den Tabiyara Level 5 und er backt auch ein bisschen hier wegen diesem Fleischzeichen hier oben. Und ich glaube, ich habe auch schon einen Namen mir überlegt. Aber hier seht ihr es schon. Er ist ein paar parat. Zum mitfliegenden Sattel habe ich noch nicht, das mache ich aber noch. Primate habe ich auf jeden Fall auch schon dabei. Ich habe nämlich schon 2 Primate ihn gefüttert und das hat ihm auf jeden Fall schon gereicht. Aber schön sieht auf jeden Fall wirklich aus. Ist vom Level her nicht der stärkste. Und übrigens ein Weibchen. Lol. 20 Minuten später. Schreibt natürlich auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie ihr den Tabiyara so findet und für was ihr ihn so gern einsetzt. Und ich werde auf jeden Fall gucken, was er so drauf hat, aber jetzt nicht in diesem Video. Und ich habe auf jeden Fall eben für einen Namen entschieden. Ich werde ihn Flappy nennen. Und ja, einfach weil er immer so rumflattert. Und ja, besser Name ist mir einfach nicht eingefallen. Und wie gesagt, dann machen wir auf jeden Fall jetzt weiter. Und da sehen wir auch schon. Ihr wisst ja Bescheid, dass ich euch in dem letzten Video, in dem Alpha-Video gesagt habe, dass hier wieder ein Alpha gespawnt ist. Wieder hier und fast an der gleichen Stelle wie bei dem anderen Alpha. Und ja, ich dachte mir, ich mache das nicht als Hauptvideo, weil ihr wisst, wir haben schon genug Alpha-Videos bei uns auf dem Kanal. Und deswegen dachte ich mir, ich mache den einfach als Nebensache im Video und zeige ihn euch einfach jetzt mal so und ja, versuchen einfach mal zu besiegen hier. Denk mal, es wird echt kein Problem sein. Und das sieht wirklich echt cool aus sogar. Der Alpha Kano, wie beim letzten Mal, cooler finde ich. Und ja, dann zum mal gucken, dass wir jetzt auch drauf eingehen und jetzt hier mal ein bisschen Stress bereiten. Was macht er jetzt? Und Leute, drauf auf den Alpha! Alles, was ihr habt, Mann. Oh, warum läuft ihr jetzt zum Meer hin? Zum Wasser hin, Leute. Alle drauf, macht den Bleed Damage Plate. Auf geht's. Und jetzt kämpft. Oh, was macht Grace schon wieder, Mann? Wieder irgendein Quatsch da hinten auf der Seite. Alle auf den Alpha drauf, Leute. Was ihr habt, Mann. Besiegt, denn es wird nicht mehr so ein Alpha. Der ist nämlich mindestens ein bisschen verstärker als er, Leute. Einfach drauf, Leute. Ist scheißegal. Einfach drauf. Ballert ihn einfach die Schnauze, Leute. Drauf, 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 Leute. Macht den Alpha Bleed Damage, wir haben ihn. Jawohl, Mann, wir haben ihn. Super, Leute. Auf jeden Fall können wir jetzt auf jeden Fall ein paar Gänge nach unten schalten, denn jetzt haben wir ihn ja auch. Und so schwer ist es ja nicht mehr mit so wahrhaften Militär eingesetzten Allosaurier. Und ja, deshalb wird es beim nächsten Mal vielleicht mal ein Alpha Rex geben. Aber im Moment gibt es erstmal keine Alpha-Kämpfe mehr. Ich glaube, jetzt davon gibt es auf unserem Kanal auf jeden Fall genug. Und Blade hat auf jeden Fall das Level abbekommen. Nicht so wie beim letzten Mal, wo sie kein Level abbekommen hat und jetzt hat sie es endlich mal verdient. Und wie ihr natürlich schon erfahren habt in den letzten Videos, wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen weitere Informationen geben, wie es weitergeht auf diesem Kanal. Und das natürlich nicht so verpassen, bleibt natürlich dran und bleibt gespannt, denn es wird auf jeden Fall sehr spannend, was in den nächsten Wochen geschehen wird hier. Und das wird auf jeden Fall erstmal meine letzte Alpha-Folge für diese Staffel sein. Und dann nähert sich mein Video auch schon zum Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal, wenn es noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.